Und wir schalten jetzt live zu meiner Kollegin Dagmar Grimminger. Sie hat den Parteitag für uns verfolgt und ist jetzt auf der Demo. Wie kommt es denn an, dass Hubert Aiwanger dort ist? Ja, Hubert Aiwanger ist nach dem Parteitag um 7:30 hierher gekommen und er wurde mit freundlichem Applaus empfangen. Ich sag mal, der Empfang, wenn das hier ein Grünen-Parteitag gewesen wäre, wäre anders ausgefallen. Er arbeitet sich auch hier an den Grünen ab und sagt, Joachim Streit hat vorher auch dazu aufgerufen, nicht die AfD zu wählen, weil solche Stimmen eben nicht in irgendeiner Regierung nachher Niederschlag finden. Und Aiwanger versucht es hier eben bei Speditionen, bei Landwirten nochmal mit Hinweis auch auf das, was im Programm der Freien Wähler steht, zum Beispiel gegen mehr Vorgaben zu Pflanzenschutzmitteln aus der EU. Oder im Programm steht eben auch Absage an Tempolimits und so etwas, was hier die Spediteure belastet. Ja, um Menschen, die aus verschiedenen Gründen unzufrieden sind mit der Politik in Brüssel und Berlin, wirbt ja auch die AfD. Wie gut konnten sich die Freien Wähler da heute abgrenzen? Also für den Antrag gab es ja eine sehr deutliche Mehrheit und es haben auch mehrere Sprecher darauf hingewiesen, die AfD heute, die in Teilen eben vom Verfassungsschutz eben beobachtet wird, eben als extremistisch auch eingestuft wird in Teilen, das sei eben eine andere als früher und da müsse man gegen angehen. Aber es gab auch andere Hinweise nach dem Motto, ja, da müsste man aber gucken, weil es gäbe ja auch den Linksextremismus und religiösen Extremismus und sozusagen dagegen müsse man sich eben auch aussprechen. Allerdings haben 4 Landtagsabgeordnete aus Rheinland-Pfalz diesem Antrag nicht zugestimmt. Für wie viel Unruhe wird das im Landesverband sorgen? Also da waren die Mienen hinterher von Landes- und Fraktionschef schon sehr versteinert. Wir haben uns umgehört. Zur Begründung hieß es dann ja, das sei eben ein ungünstiger Zeitpunkt. Das würde hier den Europaparteitag überschatten. Man wäre gerne über den Text nochmal gegangen. Es gab einen anderen Antrag vom Kreisverband Birkenfeld eben gegen Rechts- und Linksextremismus. Dem habe man dann eben lieber zugestimmt. Also da ist aber noch reichlich Gesprächs. Bedarf. Und so wie es heute hier versucht wurde, runterzuspielen von den Spitzen, naja, das sei mir aus formellen Gründen abgelehnt worden, das überzeugt nicht alle. Live aus Bitburg, Dagmar Grimminger, vielen Dank.